Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas, doch einem weiteren Part auf dem Testserver. Diesmal mit einem anderen Account, da ich auf meinem Account kein Gold mehr habe und mein Freund einfach das Gold, oder er spielt nicht auf dem Testserver. Daher habe ich mir seine Daten gegriffen und, also ich durfte seine Daten. Der hat schon, 4% weg? Naja, egal, und hab mir dann kurzerhand den IS6 gekauft, um den mal einfach zu testen. Man hört an sich nur Schlechtes und von daher wollte ich auch erstmal selber wissen, wie das wieder ist. Und ja, jetzt sind wir hier auf Airfield und auch eine der neuen Maps. Und ich weiß jetzt noch nicht, ich bin hier ehrlich gesagt noch nicht mit dem Heavy durchgefahren. Also, klar, durch Häuser bin ich mal schon durchgefahren, aber auf der Map bin ich noch nicht mit dem Heavy gefahren und sonst halt nur mit Arty. Von daher weiß ich jetzt gar nicht gerade so, wie ich fahren soll. Am besten begebe ich mich mal da so hoch. Ich sehe gerade, die Gun ist nicht gerade so geil. Sie ist sehr ungenau. Also, naja, das wissen wir ja noch nicht. Huiuiuiuiui. Guckt euch mal den Namen an. Wie viel, alter Schwede, wie viel neuen. Also, dass so welche Namen geduldet werden. Naja. Das Wasser sieht echt gut aus, obwohl man, wenn man jetzt hier so von oben guckt, ist es weg. Ich weiß nicht, bin mir nicht sicher, ob es an der Grafikeinstellung liegt. Obwohl die eigentlich auf Maxi gestellt sein. Ah, oh, mit vielen Punkten auf Maxi. Ups, jetzt muss ich aufpassen. Shit. Shit. Hab ich da jetzt Schaden? Achso, es kommt. Ich habe die Settings gerade ein bisschen falsch. Oh, fick. Schieße. Ja, also ich muss sagen, klar, wenn was durchkommt, dann hält er nicht viel aus, aber weil so schlecht habe ich ihn jetzt noch nicht. Fand ich ihn jetzt noch nicht. So, dass der Turm echt ein bisschen langsam dreht. So, sorry, aber ich muss jetzt einfach kurz. Ich will sehen, wie viel Damage. Ja, genau. Ich will wenigstens in etwa sehen, wie viel Damage ich mit dem Panzer mache, von daher. Obwohl ich, also, ich hab da jetzt, je nachdem, ich weiß jetzt nicht, wie die Credits mit dem Panzer sind, aber bis jetzt habe ich jetzt noch nicht so viel dagegen. Ja, der wird auf jeden Fall, ja, mal gucken. Also ich habe ja jetzt vor, eine Let's-Test-Reihe zu machen, wo ich jeweils jeden Premium-Panzer fahre, jeden Heavy, also jeden etwas höheren Premium-Panzer. Oh. Und. Ups, ups, ups. Achso, er zieht gar nicht auf mich. Jeden Premium-Panzer, so wie Löwe, Typ 59, etc. halt testen werde. Und. Die werde ich dann hinterher so ein Fazit ziehen, mit welchem Panzer man am besten wie spielen kann. Mit welchem Panzer man echt am besten Credits macht, bla, bla, blub. Das werde ich, jetzt knall ihn ab. Das werde ich dann natürlich auch in Videos machen. Ich habe mir überlegt, ich mache 2 Videos pro Panzer. Und, ja. Da bin ich jetzt nicht durchgekommen, das ist schlecht. 75 hat die kleine Gun, das ist noch schlechter. Also vorne ist da laut Dings grün, komme aber trotzdem nicht durch. Und das ist doof. Also die Durchschlagskraft könnte echt besser sein, dann wäre das doch vielleicht ein bisschen praktischer. Weil irgendwie ist die echt nicht so prickelnd. Aber der Damage gleicht sich dann aus.
Also an sich finde ich das Teil gar nicht so schlecht. Also ich meine, was macht der da? Achso, ich habe Auto-Aim an. Shit, ich kann nicht mehr runter. Shit, shit, shit. Naja, jetzt brenne ich. Kann man nichts machen. Ich versuche jetzt den einen da noch. Ach, hinter mir. Sagt mir das doch jemand. Egal. Naja, kann man nichts machen. Das war auch im Noob-Team. Also auf jeden Fall, okay, der für E75 hatte die kleinste Gun. Das ist echt schon fail. Weil damit kommt er nicht gerade irgendwo durch. Naja, das war so das erste Video. Wird auf jeden Fall noch eins folgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert mich, gebt mir einen Daumen hoch. Und ja, seid gespannt auf den nächsten Part. Bis dahin.